Edward Norton gilt als einer der besten Schauspieler seiner Generation und als einer der schwierigsten. Seinen Durchbruch hatte er 96 mit Zwielicht, indem er einen stotternden, tja, intellektuell bisschen minder bemittelten Verdächtigen in einem Mordprozess gespielt hat. Dafür bekam er seine erste Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller. 2 Jahre später drehte er American History X, ein sehr streitbarer, aber wie ich finde, sehenswerten Film, in dem er einen bekehrten Neonazi spielt, für den er sich extra 30 Pfund Muskeln antrainiert hat und für den er seine zweite Oscar-Nominierung bekommen hat, diesmal als bester Hauptdarsteller. Da war er noch nicht mal 30 und alle in Hollywood haben schon frohlockt, das ist das neue Wunderkind und der kommende Superstar. Und irgendwie ist seine Karriere dann so... Was nicht dabei hilft, ist zum Beispiel, dass er als Kassengift gilt. Wenn man einmal dieses Label hat von den Studios, dann ist es nahezu unmöglich, noch einigermaßen anständige Filme finanziert zu kriegen oder Hauptrollen zu schnappen. In Frida, seiner damaligen Freundin Salma Hayek, hat er in der Nebenrolle mitgespielt. Tötet Smoochie war entsetzlich schlecht. Rounders mit Matt Damon war ein Flop. Hin und wieder war dann so ein kleiner Achtungserfolg dabei, wie zum Beispiel 25th Hour von Spike Lee. Aber eigentlich ist er mehr oder weniger dann so aus dem Rampenlicht herausgesuppt, bis er dann plötzlich eine Rolle abgekriegt hat in Birdman oder die unglaubliche Leichtsinnigkeit in Mainz oder wie der Film auch immer hieß. Das Schöne daran, am Anfang habe ich gedacht, dieser Film, das wäre reines Stuntcasting, also Michael Keaton in der Hauptrolle, Batman ist Birdman und der als schwierig bekannte Edward Norton spielt einen als schwierig bekannten Theaterschauspieler. Habe ich gedacht, ja, okay, das ist ein Marketing-Gag, aber auch nicht mehr. Nein, und da waren beide richtig gut. Und so habe ich dann Edward Norton irgendwie wieder entdeckt und mich gefragt, was hat er eigentlich in letzter Zeit so fabriziert? Fabriziert hat er Motherless Brooklyn. Und dieser Film ist eine kitzelige Geschichte, denn damit kann man unglaublich viel falsch machen. Der basiert auf einem Roman. Edward Norton wollte den unbedingt verfilmen, hat dann auch unbedingt selbst das Drehbuch schreiben wollen, hat dann unbedingt auch Regie führen wollen, das zweite Mal nach Glauben ist alles und der ist schon 20 Jahre her, und er hat auch unbedingt die Hauptrolle spielen wollen und nicht irgendeine Hauptrolle, sondern ein Privatdetektiv mit Tourette-Syndrom. Also dieser Film brüllt förmlich, Achtung, Oscar-Bait-Film. Ist es dann aber zum Glück nicht geworden. Hier spielt Edward Norton Leonard, der in der Privatdetektei seines Kumpels und ja, Vater-Mentor, Vaterfigur, so irgendwie, von Bruce Willis arbeitet und dann ist Bruce Willis auf der Suche nach Hinweisen für seinen aktuellen Fall und Edward Norton und Ethan Suplee, mit dem er übrigens auch in American History X zusammengearbeitet hat, die beiden bleiben so ein bisschen hinten dran und sollen aufpassen, dass da nichts schief läuft und dann sehen sie, wie ihr Boss Bruce Willis erschossen wird. Tja, und jetzt geht der eigentliche Film los, denn Lionel will rausfinden, wer ihn umgebracht hat, warum und warum gerade da. Und hat das was mit seinem aktuellen Fall zu tun? Allzu viel kann ich nicht verraten, ohne die Handlung zu verspoilern. Deswegen halte ich mich einigermaßen zurück. Der Film basiert auf einem Roman, der Mitte, Ende der 90er spielt, beziehungsweise auch geschrieben wurde. Norton hat das Ganze ins New York der 1950er versetzt. Ich finde aber, dass es dem Film gut tut. Ich finde es immer ein bisschen gefährlich, wenn man einen Stoff nimmt und den in eine andere Periode reinpackt. Aber hier hat es wirklich funktioniert. Und die Produktionswerte, die sind wirklich 1A, also 50er Jahre Klamotten und 50er Jahre Frisuren und 50er Jahre Bauten und 50er Jahre Autos, die da quer durchs Bild fahren, also so, da wurde echt viel Geld und vor allen Dingen Detailverliebtheit reingesteckt, das gefällt mir sehr gut. Vor allen Dingen sieht man, ohne zu viel zu verspoilern, dass etwas in den 50ern passiert ist oder beziehungsweise einer gewissen Bevölkerungsschicht in New York angetan wurde, was bis heute Auswirkungen hat. Deswegen finde ich es gut, dass der Film da ein paar Jahrzehnte zurückgeht und zu den Wurzeln dieses Problems zurückkehrt. Hilfe bei seiner Ermittlung kriegt er unter anderem von Laura Rose, gespielt von Gugu Mbatha-Raw, und es stellt sich die Frage zum einen, was hat die von Willem Dafoe gespielte Paul-Figur eigentlich mit der ganzen Sache zu tun? Den trifft er in unregelmäßigen Abständen immer wieder bei diversen Veranstaltungen. Und was hat die von Alec Baldwin gespielte, sehr, sehr ölig, schmierige, fiese Immobilienfigur damit zu tun? Und nein, ich habe hier nicht den Mörder verraten, dann würde ich das Ding ja komplett verspoilern, das will ich ja nicht. Ich will, dass ihr den Film selbst guckt, weil der wirklich gut geworden ist. Ich hätte es echt nicht gedacht. Edward Norton ist ein paar Jahre vor meinem Radar verschwunden und den hatte ich so abgehakt unter, hätte ein richtig geiler Schauspieler werden können, ist dann mehr so ins Mittelmaß abgerutscht. Aber Fight Club ist nach wie vor mein Lieblingsfilm oder zumindest einer meiner drei Lieblingsfilme.
25th Hour fand ich grandios. In Birdman war er begnadet und hat sich selbst wohl so ein bisschen auf die Schippe genommen. Und hier merkt man den Film wirklich an, dass das ein Herzensprojekt von Edward Norton war, dass er den wirklich machen wollte. Was immer ein bisschen kitzelig ist, denn bei Herzensprojekten besteht die Gefahr, dass der Macher, also sprich hier der Hauptdarsteller und Drehbuchschreiber und Regisseur, ein bisschen zu viel Spaß an dem Stoff hat und sich ein bisschen zu sehr in Nebenhandlungen verrennt und das Ganze ein bisschen zu sehr in die Länge zieht und hier müssen wir noch eine coole Szene reinbasteln und da müssen wir noch eine ganz wichtige, tolle Szene reinbasteln. Das passiert hier in Ansätzen. Ich muss aber dazu sagen, trotz der Lauflänge, der Film ist über 140 Minuten lang, es kommt einem überhaupt nicht so lang vor. Also man begleitet die Hauptfigur bei der Detektivarbeit und was gut ist, der Zuschauer weiß genauso viel wie die Hauptfigur. Ich bin also mit auf diesem Abenteuer oder auf diesem Weg zur Lösung des Falls. Und ich beobachte Edward Norton dabei, wie er so die Puzzlestückchen zusammensetzt. Die Tatsache, dass die Hauptfigur ein Tourette-Syndrom hat, das könnte darstellermäßig furchtbar ausgeschlachtet und übertrieben dargestellt werden. Es ist hier aber recht subtil gemacht. Also ab und zu macht er sein oder er blubbert so Phrasen vor sich hin. Das hält sich aber einigermaßen in Grenzen. Es kommt in regelmäßigen Abständen hoch, weil es nun mal eine Hauptfigur ist mit Tourette-Syndrom, aber er hat das einigermaßen unter Kontrolle und deswegen erklärt sich auch, warum er so ein guter Detektiv ist. Er sagt, das ist wie ein Puzzle, das muss ich zusammensetzen und wenn nicht das allerletzte Stückchen auch noch da ist, dann kriege ich davon Kopfschmerzen und ich muss das lösen. Also von A bis Z, die Besetzungsliste macht hier wirklich einen sehr guten Job. Ausstattung hatte ich schon angesprochen, Kamera, Schnitt, alles wunderbar. Vielleicht ein Ticken zu lang mit 145 Minuten inklusive Abspann, also 2 Stunden hätten es auch getan. Es zieht sich aber lange nicht so, wie ich das befürchtet hätte. Das ist wirklich ein kurzweiliger Film geworden. Es ist auch nicht so selbstverliebt, wie ich befürchtet hätte. Es ist wirklich ein unterhaltsamer Film geworden. Und wenn ich nicht wüsste, dass Edward Norton auch Regie geführt hat, man wird es nicht merken. Denn da ist ja die Gefahr, dass einer sich selbst immer in den Fokus stellt und guck mal hier, lieber Zuschauer, wie toll ich bin. Nein, er gibt allen Figuren rundherum in dem Film auch ausreichend Zeit, sich zu entfalten und das dem Darstellern die Zeit zu zeigen, was sie drauf haben. Ist wirklich sehr angenehm geworden. Nicht die perfekte Detektivgeschichte, nicht der beste Edward Norton-Film. Kein Meisterwerk für die Ewigkeit, aber wirklich ein Film, den man sich angucken kann und der mich positiv überrascht hat. Und für Motherless Brooklyn gibt es unterm Strich 3,5 von 5 50er-Jahre-Hüten. Den habe ich nicht in den 50ern gekauft. So alt bin ich auch nicht. Und eine eingeschränkte Guckempfehlung für alle Fans von Edward Norton und für alle Fans von so Detektivgeschichten. Oder einfach für alle Fans von dieser Art Film, die sich halt so ein bisschen in der Vergangenheit bewegen. Also wem LA Confidential gefallen hat, dem wird dieser Film hier auch gefallen. Vielen Dank fürs Reinklicken, Bewerten, Kommentieren, Abonnieren, Däumchen nach oben dirigieren beim Konsumieren von Motherless Brooklyn. Gibt's übrigens hier auf YouTube. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.